Heute mache ich ketogene Bagels. Dafür brauche ich eine Packung Bio-Frischkäse, das sind 175 Gramm, dann 25 Gramm Gluten, 120 Gramm Mandelmehl, wer übrigens kein Gluten nehmen möchte, der nimmt einfach mehr Mandelmehl, einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Backpulver. Mit dem Teigschaber mische ich den Teig etwas grob vor, bis ich ihn dann schließlich mit den Händen weiter kneten kann. Das Schöne an diesem Teig ist, dass er später nicht mehr in den Händen klebt und ihr saubere Finger habt. Sobald die Schüssel sauber ist und ihr den Teigball rausnehmt, könnt ihr diesen noch einmal richtig kräftig durchwalken, sodass sich wirklich alle Zutaten verteilen. Nun formen wir eine grobe Schlange, sodass wir besser portionieren können. Ich teile den Teig nun in 5 Teile, da diese bei mir für 5 Bagels reicht. Es kommt aber natürlich immer darauf an, welche Größe ihr haben wollt. Aus den einzelnen Teigportionen forme ich nun kleine Schlangen. Ich verwende für die Bagelform eine Donutbackform aus Silikon. Ihr könnt diese aber auch einfach als Ring aufs Blech legen, das sollte auch funktionieren. Die Form muss ich nicht extra vorher einfetten, der Teig besteht ja schließlich aus Käse und die Bagels lassen sich warm noch super aus der Form lösen. Damit meine Bagels beim Backen schön goldbraun werden, bestreiche ich diese in der Form noch mit etwas verquirltem Ei. Als Topping verwende ich hier noch etwas Sesam und Mohn. Nun kommen die Bagels für ca. 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Bitte unbedingt beobachten und rausnehmen, sobald sie die Bräune haben, die ihr haben möchtet. Ihr könnt diese dann noch warm aus der Form lösen, aufschneiden und schon kann das Frühstück beginnen. Wenn ihr mehr ketogene Frühstücksideen sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst mir für dieses Video einen Daumen nach oben da.